Unser München mit der letzten Ausgabe in diesem Jahr. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Bis zu 30 neue Mobilitätsstationen plant die GWG München bis zum Jahr 2026 in ihren Neubaugebieten. Aber auch Bestandsliegenschaften bezieht die städtische Wohnungsgesellschaft im Hinblick auf Modernisierungsmaßnahmen in ihre Planungen mit ein. Und neben den Mobilitätsstationen bietet die GWG München ihren Mieterinnen und Mietern noch viel mehr Services als eine gewöhnliche Vermietung. Sogar der Nikolaus hat sich ein E-Lastenfahrrad ausgeliehen, um seine Schoko-Nikoläuse zu transportieren. Hier in Ramersdorf beschert er die Mieterinnen und Mieter der GWG München. Das E-Lastenfahrrad der städtischen Wohnungsgesellschaft stammt aus der Mobilitätsstation an der Bad Schachener Straße. Hier stehen außerdem für die GWG Mieterinnen und Mieter kostenlos zum Ausleihen zur Verfügung Handwagen, Fahrradanhänger, Leiter, Einkaufstrolleys und Rollwagen. Und in Zukunft wird das Ausleihen noch einfacher und noch umweltfreundlicher. In Kürze fällt der Startschuss für unsere digitale GWG-Nutzerverwaltung. Das heißt, dann können unsere Mieter und Mieterinnen ganz bequem von zu Hause per Mobilitäts-App checken, wie der Status der Mobilitätsbausteine ist und dann natürlich auch entsprechend von zu Hause aus vorreservieren. Die GWG arbeitet auch mit innovativen EU-Förderprogrammen zusammen und plant beispielsweise im Harthof West ein Pilotprojekt zur intelligenten Energienutzung. Das heißt ganz konkret die Kombination aus Photovoltaik und elektrischem Carsharing. Rund 30 neue Mobilitätsstationen wird die GWG München bis 2026 in ihren Neubaugebieten errichten. Angepasst an die jeweiligen Bedürfnisse der Mieterinnen und Mieter vor Ort. Und neben den Mobilitätsstationen bietet die städtische Wohnungsgesellschaft noch viel mehr Services als eine gewöhnliche Vermietung. Wir haben in jeder Hausverwaltung, unserer 7 Hausverwaltungen, haben wir in jeder Hausverwaltung einen Sozialpädagogen oder eine Sozialpädagogin als Ansprechpartnerin. Konfliktmanagement ist da ganz viel, Mediation, auch Schuldnerberatung hat da ganz viel zu tun in dieser Hausverwaltung. Also das wird immer mehr. Also wir brauchen bloß Kostensteigerung, Inflation etc. Das ist ein großer Punkt. Und die Hausverwaltung ist halt der Ansprechpartner oder die Ansprechpartnerin für alle unsere Mieterinnen und Mieter vor Ort. Die Hausverwaltungen sind regelmäßig in den Wohnanlagen. Das heißt, man kann hingehen, man kann fragen, was ist los, was machen wir, könnt ihr mir irgendwie helfen, habt ihr Kontakte für mich? Also das ist ein ganz großer Bestandteil und was nicht zu unterschätzen sind unsere ganzen Hausmeisterinnen und Hausmeister, die in den Anlagen unterwegs sind. Das heißt, jeder Hausmeister, jede Hausmeisterin hat einen festen Anlagenbestandteil, das heißt, man kennt sich. Hey, super! Auch am Harthof ist der Nikolaus unterwegs und spendiert Schoko-Nikoläuse in den GWG-Wohnanlagen. Diesmal hat er seine Geschenke in einem Fahrradanhänger aus der Mobilitätsstation in der Kämpferstraße verstaut. Und in Sachen Mobilität ist bei der GWG München noch viel mehr geplant. Danke. Seitens der Landeshauptstadt München ist ja das geplante Gebiet Neufreimann auch als Stadt der kurzen Wege, also als Connected City, geplant. Und hier freuen wir uns als GWG, dass wir gleich 3 Baufelder bebauen dürfen und bieten unseren Mieterinnen natürlich dann auch entsprechend 3 Mobilitätsstationen an und dazu noch ein quartiersübergreifendes Carsharing. Das heißt, hier sind unsere Mieter und Mieterinnen eigentlich nicht mehr im Quartier auf ein Auto angewiesen. Und im Gebiet am Lerchenauer Feld bauen wir zum allerersten Mal eine Gemeinschaftsquartiersgarage. Und das ist dann wirklich auch ein systemrelevanter Stadtbaustein, der uns besonders freut. Tatsache ist, die GWG-Mobilitätsstationen werden gut angenommen. Der Trend zum Individualauto geht zurück. Die Verkehrswende in München ist in vollem Gange. Winterurlaub daheim in München, den kann man sich spaßig und genussvoll gestalten. In Ost und West, zum Beispiel im Cosima Wellenbad in Bogenhausen oder im Westbad in Pasing. Hier erwarten Sie wogende Wellen, Rutschen, Sport und Wellness. Tram und Bus halten direkt vor der Tür. Die U-Bahn Arabella Park ist nur ein paar Meter weit weg. Damit geht's ganz einfach zu Münchens Badewelle in der Cosimastraße 5 in Bogenhausen. Drinnen erwartet die großen und kleinen Badegäste alles, was man sich bei einem Ferienausflug wünschen kann. Vor allem eins lockt die Besucherinnen und Besucher ins Cosimare. Unser Highlight ist die Welle. Die Welle haben wir in der Ferienzeit von 11 bis 19 Uhr
zu jeder vollen Stunde jeweils 15 Minuten. Und bei der Welle haben Spaß nicht nur die kleinen Besucher, auch die großen. Nach der letzten Welle, wir fahren unsere Hochwand hoch und ziehen die Leine ein. Dann können unsere Sportschwimmer die Bahnen ziehen. Nachmittag und dann Vormittag bis 10.30 Uhr können sie sehr gut bei uns Sport treiben. Bei uns sind alle daheim, nicht nur die Leute, die Spaß haben möchten, auch die Sport treiben möchten. Sport, Spaß und Erholung made in Bogenhausen. Für groß und klein. Doch auch der Münchner Westen muss sich nicht verstecken. Hier im Westbad stehen Rutsche, Strömungskanal und Whirlpool im Mittelpunkt. Aber auch an die sportlichen Schwimmer ist gedacht. Im Westbad öffnen wir montags, mittwochs und freitags bereits um 7 Uhr für die Frühschwimmer. Die anderen Tage öffnen wir um 7.30 Uhr. Wir haben abends bis 23 Uhr geöffnet und um 22.45 Uhr ist der Betriebsschluss. In der Früh kommen die Frühschwimmer, die eben vor der Arbeit ihre Runden im Becken drehen wollen. Am Nachmittag ändert sich dann das Bild, wenn dann Familien mit oder auch ohne Kindern zu Besuch kommen und die Becken füllen. Dort dann Spaß auf der Rutsche, im Strömungskanal oder an den anderen Attraktionen haben. Ansonsten hat das Westbad für Jung und Alt sämtliche Möglichkeiten, um ihre Freizeit bei uns zu verbringen, in und außerhalb der Ferienzeiten. Und mit den Palmen unter der Glaskuppel spürt man ganz schnell Karibik-Feeling pur. Also das Besondere bei uns ist, dass wirklich für jeden, was dabei ist, sei es für junge Familien, ältere Familien, Senioren, junge Sportler, wir haben für jeden Angebote da, sei es das Sportbecken mit den 25-Meter-Bahnen, das große Freizeitbecken mit sämtlichen Attraktionen oder auch eben unsere Whirlpools mit 35 Grad. Das Westbad in Pasing, einfach zu erreichen mit der Tram 19 und dem Metrobus 57. Sie ist erst Anfang 30, hat sich aber bereits zu einer der bedeutendsten Theaterregisseurinnen in Deutschland gemausert. Sapir Heller wurde 1989 in Israel geboren und ist dort aufgewachsen. Nach dem Abitur kam sie 2008 nach München zum Studieren und für erste Bühnenprojekte. Und der Liebe wegen ist Sapir Heller hier auch geblieben. Mittlerweile hat sie nicht nur hier dreimal für das Volkstheater inszeniert, sondern auch weit darüber hinaus. Wir werden geboren. Wir bekommen gerade so viel Futter, dass wir funktionieren, und just an dem Tag, an dem es mit unserer Nützlichkeit aus ist, da werden wir hingeschlachtet. Um die Rache zu vollstrecken. Revolution! Revolution! Rache und Revolution. Jetzt kommt der Aufstand der Tiere. Hier auf der Herrenfarm haben sie genug von Knechtschaft und Ausbeutung. Sie haben den Bauern vertrieben, übernehmen die Landwirtschaft und führen das Gleichheitsprinzip ein. Sapir Heller hat die Fabel Animal Farm von George Orwell für das Münchner Volkstheater inszeniert. Der Stoff aus dem Jahre 1945 ist brandaktueller denn je. Es geht eigentlich ursprünglich um eine Anspielung über die Sowjetunion und über die Machtübernahme von Stalin, ursprünglich von George Orwell. Bei uns ist es schon auch angesprochen, allerdings geht es vielmehr um diese Gruppendynamik, über diesen Umgang mit Herrschaft, mit Hierarchien, mit diesem Anspruch. Es gibt diesen berühmten Satz aus dem Stück, alle Tiere sind gleich, aber manche sind gleicher. Und tatsächlich mit diesem Versuch, gleich zu sein, der einfach scheitert, weil sie einfach nicht gleich sind und es dann deswegen nicht schaffen und die Schweine dann übernehmen die Macht. Obgleich er all diese Menschen an die Nazis verraten hat, hätte ihn doch niemand für einen wertlosen und unmoralischen Menschen, denn er hat die Frau gerettet, die er liebte. Und diese Frau ist Jüdin. Drei äußerst erfolgreiche Produktionen hat die Wahlmünchnerin Sapir Heller bereits im Volkstheater auf die Bühne gebracht. Hier zum Beispiel Amsterdam von Maya Arad Yassur. Eine junge jüdische Geigerin wird in Amsterdam im Hier und Jetzt mit einem der dunkelsten Kapitel des Dritten Reichs konfrontiert. Ja, Meneer van Hürten. Er ist verliebt in sie. Das Inhaltliche, ich bin selbst auch eine Israelin, die in Europa lebt. Ich kam auch wegen, sag ich mal, armloser Gründe nach Deutschland. Oder kann man, armlos ist vielleicht blöd, aber ja, ich kam wegen der Liebe nach Deutschland. Und trotzdem, nach vielen Jahren, suche ich doch diese
Bedeutung von was heißt es, Jüdin zu sein in Europa, beschäftige mich doch sehr viel mit der Vergangenheit. Ich sage immer, ich habe dieses Thema nie gesucht, aber es hat mich gefunden. Und ich habe das Gefühl, dass das, was der Geigerin im Stück auch passiert, sie sucht es gar nicht, sie ist da, um Musik zu machen und es findet sie, ob sie es möchte oder nicht. Studiert hat Sapir Heller Regie an der Theaterakademie August Everding in München. Seit Abschluss 2014 ist sie bundesweit eine gefragte Regisseurin. Ich habe in den letzten Jahren in Mannheim inszeniert, in Berlin, in Augsburg, was auch nicht so weit ist, in Memmingen, in Dresden, also es ist wirklich so überall in Deutschland. Es kommt jetzt auf mich zu, noch in diese Spielzeit Regensburg und wieder Mannheim und danach noch Lübeck. Und das ist natürlich, ich nenne das so ein bisschen Nomadenberuf, weil man wirklich jede paar Wochen woanders ist und muss man sich nicht nur im Kopf umstellen, neuer Stoff, neue Leute, sondern auch eben neue Stadt, neue Umgebung, neue Wohnung immer wieder. Und das ist das Leben eines Regisseurs. Im Münchner Volkstheater ist Sapir Hellers Regiearbeit schon bald wieder zu sehen. Animal Farm am 23. Januar und Amsterdam am 20. Januar und am 1. Februar. Es bezahlt. Die Hauptsache ist, dass es endlich bezahlt wird. Diese Rechnung wird schon 75 Jahre lang mitgeschleppt. Und wir in unser München machen jetzt weiter mit unserer Rubrik Veranstaltungen. Wer die dritte Generation in den Münchner Kammerspielen noch nicht gesehen hat, hat nun nur noch zweimal die Gelegenheit. Die rabenschwarze Terroristensatire nach dem Film von Rainer Werner Fassbinder wird im Januar zum letzten Mal gespielt. Es ist die Jahrgangsinszenierung der dritten Klasse der Otto-Falkenberg-Schauspielschule. Eine Gruppe junger Menschen sucht den Ausweg aus den bürgerlichen und kapitalistischen Verhältnissen. Hesse, wach auf! Der Film wurde 1979 gedreht, direkt eigentlich nach dem deutschen Herbst, also dem Zusammenbruch der RAF, könnte man sagen. Und der beschäftigt sich mit eigentlich wie so den letzten Auswüchsen der RAF, also eigentlich so einer Art fiktiven dritten Generation von RAF-Terroristen, die den Terror eigentlich mehr nach innen richten. Das heißt, dass sie sie haben eigentlich nicht mehr so richtig ein Ziel. Also er thematisiert in dem Film ganz stark so eine Ziel- und Orientierungslosigkeit von so jungen Menschen. Und diese Ideale, die da vielleicht mal vorhanden waren, die sind weg und die Gewalt ist da. Dann brauchst du das Teufelszeug gar nicht mehr. Franz! Man muss sich nur richtig anfassen. Lass mich scheiße jetzt! Setz dich richtig hin, du dich auch! Angucken! Richtig jetzt! Ich finde, das ist total wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, wo eigentlich unser eigenes Gewaltpotenzial auch liegt. Also Fassbinder hat sich auch eigentlich sehr selbstreferenziell auf eine Art damit beschäftigt, irgendwie wo bei ihm selber, also so ein durchgängiges Thema eigentlich bei Fassbinder, so die eigene Gewalttätigkeit, weil er das ja auch wirklich war und irgendwie einen sehr offenen Umgang damit hatte, auch wie in Gruppen Gewalt Strukturen entstehen. Und das finde ich irgendwie sehr wichtig, dass wir das nicht auslassen, auch wenn wir irgendwie uns eine bessere Welt wünschen. Und ich glaube, das steckt in dem Abend auch total drin, dass man sich irgendwie so was anderes wünscht, aber gleichzeitig darf man nicht, glaube ich, nicht verhehlen, dass eben, dass wir eben in einer sehr mit viel Gewalt aufgeladenen Gesellschaft leben. Die dritte Generation nach Rainer Werner Fassbinder nur noch am 29. und 30. Januar im Werkraum der Münchner Kammerspiele. Wir sind am Ende unserer Sendung, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer. Nächste Woche haben wir für Sie aber wieder die neuen Themen aus der Landeshauptstadt. Unser München sagt Servus, das Programm von München TV geht weiter. Bleiben Sie dran und guten Rutsch.